Brandverletzungen zählen zu den häufigsten Unfallfolgen im Kindesalter. Die meisten Kinder verbrennen sich im häuslichen Umfeld. Oft sind es auch Kinder und Kleinkinder, die Verbrühungen erleiden. Das sind Schäden der Haut, die durch heißes Wasser, Wasserdampf, Tee, Kaffee oder heiße Suppe hervorgerufen werden. Aber auch durch trockene Hitze, wie beispielsweise offenes Feuer, heiße Herdplatten oder Backofenfenster, kann es zu Verletzungen kommen. Nicht zu vergessen die Strahleneinwirkung der Sonne. Auch hier ist das Risiko für Hautschäden erheblich. Allgemein gilt, die Gefahren für die Haut des Kindes werden oft unterschätzt. Temperaturen um 50 Grad reichen bereits aus, um eine Verbrühung hervorzurufen. Ich möchte ganz besonders darauf hinweisen, dass Verbrennungen und Verbrühungen, auch wenn sie zunächst harmlos aussehen und nur einen geringen Teil der Körperoberfläche betreffen, für das Kind lebensbedrohliche Folgen haben können. Die Gefährlichkeit einer Verbrennung hängt nämlich einmal von der Ausdehnung, aber auch von der Tiefe der Verbrennung ab. Je großflächiger eine Verbrühung oder Verbrennung ist, umso gefährlicher ist es. Bei Kindern können 8-10% der verbrannten oder verbrühten Körperoberfläche bereits lebensbedrohlich sein. Massiver Flüssigkeitsverlust und die heftigen Schmerzen können gemeinsam durchaus zu einem Herz-Kreislauf-Schock führen. Dazu müssen Sie wissen, dass die Handfläche eines Menschen etwa 1% seiner Körperoberfläche ausmacht. Ist also eine Verbrühung so groß wie 2 Handflächen des Kindes, sind 2% der Hautoberfläche geschädigt. Es gibt unterschiedlich starke Verbrennungen oder Verbrühungen, die in der Medizin in Grade eingeteilt werden. Bei der oberflächlichen Verbrennung kommt es zu einer Rötung der Hautbezirke, gerade wie bei einem Sonnenbrand. Dieser Bezirk ist sehr schmerzhaft und manchmal angeschwollen. Bei tieferen Verbrennungen ist der Hautbezirk neben der Rötung verändert, es bilden sich Blasen und die Wundflächen sind weißlich und nässen. Bei noch tieferen Verbrennungen sind die Wundbezirke lederartig verändert und bräunlich und weißlich verfärbt. Wie aber gehen Sie vor, wenn sich Ihr Kind eine Verbrühung oder eine Verbrennung zugezogen hat? Kleine Verbrennungen oder Verbrühungen können Sie ohne Probleme zu Hause behandeln. Ist der betroffene Bezirk lediglich gerötet, kühlen Sie ihn für 15 bis 20 Minuten mit kühlem bis handwarmem Wasser und lassen ihn dann ohne Verband abheilen. Handelt es sich um eine Brandblase, die sich Ihr Kind zugezogen hat, lassen Sie sie ebenfalls an der Luft heilen. Nur wenn das Risiko der Verschmutzung besteht, beispielsweise durch Spielen im Sandkasten, decken Sie sie locker mit einer sterilen Kompresse ab. Sollte eine Brandblase platzen, ziehen Sie die Haut nicht ab, sondern lassen Sie als Schutz auf den darunter liegenden geschädigten Partien. Die Versorgung größerer Brandverletzung ist im Prinzip ähnlich. Allerdings lässt sie sich nicht vollständig zu Hause durchführen, sondern macht einen Arztbesuch zwingend erforderlich. Dabei sollten Sie unbedingt auch das Impfbuch mitnehmen, damit der Arzt kontrollieren kann, ob bei Ihrem Kind ausreichend Tetanusschutz besteht. Doch lassen Sie uns zur Entstehung von Verbrühungen oder Verbrennungen zurückkommen. In einer solchen Situation müssen Sie natürlich eingreifen. Beherztes Handeln kann oft Schlimmeres verhindern. Sollte die Kleidung eines Kindes Feuer gefangen haben, übergießen Sie es sofort mit Wasser oder tauchen es in Wasser ein. Ein kleiner Brandherd lässt sich mit einem Tuch gut ersticken oder ebenfalls mit Wasser löschen. Sollte kein Wasser zur Verfügung stehen, löschen Sie mit Decken oder einem Mantel. Sind auch solche Hilfsmittel nicht greifbar, wälzen Sie das Kind auf dem Boden und ersticken so die Flammen. Anschließend sollte verbrannte Kleidung nur entfernt werden, wenn sie nicht haftet. Bei Verbrühungen mit heißer Flüssigkeit muss das Kleidungsstück sofort ausgezogen werden, um das sogenannte Nachbrennen durch längeres Einwirken der Hitze zu verhindern.
Auch bei einer ausgedehnten Verbrennung muss die betroffene Stelle natürlich sofort 15 bis 20 Minuten mit handwarmem Wasser gekühlt werden. Dadurch werden Schmerzen gelindert und eine weitere Schädigung des Gewebes verhindert. Die Handbrause im Bad oder Wasserhähne mit Brausefunktion sind hierfür bestens geeignet. Im Gesicht kühlen Sie am besten mit nassen Tüchern oder kühlen Kompressen. Achten Sie darauf, dass die Atemwege frei bleiben. Verwenden Sie für Umschläge und zum Kühlen aber keine Eiswürfel oder Eiswasser, da es hierdurch leicht zu Unterkühlung und zur Gewebeschädigung kommen kann. Ist die verbrannte Fläche aber groß, achten Sie darauf, dass das Kind nicht auskühlt. Dies gilt vor allem für kleine Kinder und Säuglinge. Wärmen Sie sie mit einer Decke. Und Achtung, ein Kühlkissen sollte stets mit einer Stoffhülle verwendet werden. Größere Verbrennungs- und Verbrühungswunden müssen nach der Kühlung keimfrei abgedeckt werden. Am besten eignet sich hierfür ein steriles Brandtuch. Es ist so beschaffen, dass es mit der Wunde nicht verklebt. Brandtücher finden sich in jedem Autoverbandskasten und sollten auch in jeder Hausapotheke vorhanden sein. Auch wenn das Bewusstsein des Kindes nach einer großen Verbrennung oder Verbrühung nicht beeinträchtigt ist, beobachten Sie Atmung und Kreislauf, bis der Rettungsdienst kommt. Verliert das Kind das Bewusstsein, bringen Sie es in die stabile Seitenlage und kontrollieren ebenfalls die lebenswichtigen Funktionen. Abschließend noch eine Bemerkung zu den verschiedenen Hausmitteln. Gerade bei Verbrennungen und Verbrühungen gibt es eine Vielzahl von Empfehlungen aus Großmutters Zeiten. Mehl oder Puder, Öl, Butter, Zahncreme oder Zahngelee haben auf Brandwunden nichts zu suchen. Sie erschweren dem Arzt die Beurteilung und auch die Behandlung.